Da haben wir es liegen. Und gleich fülle ich die Kohlen ein, die glühenden, und dann geht's drauf. Ja, von meinem Schweinebauch habe ich hier schon 3 Scheiben vorgegrillt. Wieso, weshalb, warum, ist eine andere Geschichte. Die legen wir dann mit drauf, dass sie schön warm werden. Und dann tun wir die noch direkt noch ein bisschen aufknuspern. Und dann können wir die vorher schon essen. Danach gibt es dann das Filet. Und wenn wir dann noch Hunger haben, hole ich die restlichen Schweinebauchscheiben. Leute, Grillrost noch ein klein bisschen mit abgebrannt. Ein klein bisschen ist gut. So, das muss reichen. Und dann kommt unser wunderbares, im Bacon gewickeltes, gewämstes Filet. Das legen wir jetzt schön in den indirekten Bereich. Und hoffen, dass möglichst viel vom Käse drinnen bleibt. Unsere 3 Schweinebauchscheiben tun wir hier auch, ja, die können wir dabei so mit herlegen. Die brauchen ja eigentlich bloß noch Temperatur ziehen und noch ein bisschen aufgeknuspert werden, was ja jetzt recht schnell geht. Und ja, das machen wir jetzt. Mir wurde jetzt gerade eben noch so ein, ja, Classic Knoblauch Butter Baguette zugespielt. Das schmeißen wir jetzt einfach mit drauf auf den Grill. So. Huh. Eieieiei. Das legen wir einfach hier mit her. Und, wo ist meine Grillzange? Und können wir die Dinger jetzt nochmal direkt drauf schmeißen. Und dann sind die auch gleich fertig. Und dann können wir schon mal die erste Portion essen. Ja, genau so machen wir das jetzt. Müssen wir jetzt bloß aufpassen, dass wir das nicht zu lang drauf lassen. Hier wächst den Zwiebeln, die werden leichtsam schwarz. So. Und dann gehen wir mal schnell die ersten Teile verköstigen. Miam, miam. Hier gibt es noch einen Mozzarella, Zwiebel, Tomatensalat, wo Patricia gemacht hat. Naja, ich stehe da nicht ganz so drauf auf die Tomaten. Hier ist mein Tellerchen und ich mache jetzt ein Probiererle erst einmal. So, dann wollen wir mal zuerst natürlich den Schweinebauch mit der Zwiebelmatsche. Obwohl der ja nicht so lange jetzt eingelegt war, wie der, was noch drinnen ist, schmeckt mir die Zwiebeln sehr gut heraus. Nudelsalat von der Patricia, die sich hier versucht, gekonnt wegzudrehen, versucht von der Cam. Lecker. Aber geht nichts über den Kartoffelsalat. Dieses Mal die große Variante mit Mayo und Co. Also die schlesische. Wie schmeckt das Fleisch? Nach Fleisch. Ist gerade wieder mal patzig. Okay Leute, wir sehen uns dann wieder, wenn das Filet fertig ist. Da kommt wieder leider ein Schwank von dem Filet, das war sehr. Hey, Ockmolte. Schau mal her. Hilft nix. Schauen wir mal schnell eben nach dem Baguette. Ja, es wird. Der sieht auch gut aus. Können wir allerdings alles noch liegen lassen. Das Baguette sollte jetzt eigentlich rein theoretisch fertig sein. Ja, das sieht soweit gut aus. Nehmen wir runter. Autsch. Und den hier drehen wir jetzt einmal obligatorisch um.
und grillen einfach weiter. Also, ja, knappe halbe Stunde liegt jetzt drauf. Jo, das Ganze liegt jetzt gleich ein Stündle drauf. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Schauen wir mal. Ja, von der Kerntemperatur wird es eigentlich schon fast passen. Aber ein bisschen noch, ein kleines bisschen. Wie sieht da unten aus? Ach komm Leute, den drehen wir jetzt noch einmal um. Hau da ruck. Ja, 5 bis 10 Minuten noch maximal. Und dann müssen wir es definitiv runter tun, weil ansonsten haben wir viel zu viel KT. Dann drehen wir es einmal um. Mein Brüderchen muss jetzt unbedingt noch ein Foto davon machen. Mach mal hin, ich habe Hunger. Ja, und ich würde mal sagen, das sieht richtig gut aus. Und jetzt bin ich ganz schnell und leg's rüber aufs Brett. Ha! Nimm halt den Zange. Da ist sie ja. Hat sich vor mir versteckt gehabt. Und Leute, fast kein Käse rausgetropft. Tja, und somit weihen wir das Brettchen auch gleich mit ein. Einen konkreten Mittelschnitt. Jawohl, so sieht es aus. Käse und Soße drückt schön raus. Wunderbar. Und dann kriegt man schöne Scheiben geschnitten. It's hot. Die zickt immer noch rum. Aber jetzt tue ich das Ding hier erstmal entspießen. Probieren wir doch mal. Lecker. Also, man schmeckt wirklich sehr stark den geräucherten Paprika raus aus dem Gewürz, aber Nachteil ist es definitiv nicht. Ich finde es richtig lecker. Gut, ich esse jetzt und dann noch ein Fazit. So Leute, kommen wir noch zum schnellen Fazit. Und damit fängt jetzt mal wieder mein Schatz an und hören wir uns an, was die speziell zu dem Gewürz Ich habe den Namen von McAllister seinem Gewürz schon wieder vergessen. Pick Bang Theories oder so ähnlich. Ja, Schatz, was hast du davon gehalten? Es war sehr lecker. Sehr lecker? Zu dem Gewürz speziell? Genial. Genial, okay. Patricia? Es war voll lecker. Voll lecker. Harry? Wegen dir darf ich jetzt wieder 2 Wochen warten, bis ich endlich ein Kilo weniger habe. Der Typ frisst auch immer so viel. Okay, ich fand es auch sehr lecker. Also das zweite Gewürz von den neuen von McAllister, was ich probiert habe, auch 110%ige Kaufempfehlung. Werde ich auch wieder unten verlinken. Genauso wie das Schneidebrett. Und tja Leute, was soll ich sagen? Die Bauchscheiben, die mit der Zwiebelmatsche, die werden wir uns dann morgen in aller Ruhe zu Gemüte führen. Heute hat keiner mehr Hunger. Ja, gut. Habe ich es wieder geschafft? Ende gut, alles gut. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski. Ja, Leute, jetzt gibt es doch noch den Nachtrag mit dem geschnittenen Schweinebauch.
Schauen wir mal, wie er jetzt aussieht. Der liegt jetzt schon eine ganze Weile drauf. Und ey, das Zeug sieht so geil aus mit der mit Zwiebelmatsche da oben drauf. Ich werde da jetzt einfach nur diesen Butterkäse drauflegen. Werde jetzt die sozusagen mit dem Butterkäse noch schön überbacken. Und dann sind die fertig. Die drehe ich jetzt gar nicht um, dass die von der anderen Seite auch noch angegrillt werden. Sondern einfach nur so. Ja, ich habe die Stativ leider hinten in der Werkstatt stehen. Wegen der Weberkugel. Deswegen mache ich hier jetzt bloß ja, schnell so eine Handführung. Aber ich denke, das wird mal richtig, richtig, richtig geil. So. Noch den restlichen Käse schnell verteilen. Einfach drüber. So wie man gerade lustig ist. So. Ja, und dann warten wir, bis der Käse wunderbar geschmolzen ist und dann sollten die Teile auch schon soweit fertig sein. Ein paar Minütchen später, gucken wir wieder nach und genau so stelle ich mir das vor. Ja, jetzt lassen wir noch ein klein bisschen drauf und gucken wir mal, wie sich der Käse verhält. So, dann gucken wir mal. Oh yeah, seht ihr das, wie der Käse so schön leichte Blasen schmeißt? Genau so habe ich mir das jetzt vorgestellt. Und jetzt hole ich die Teile runter und zeige es euch dann nochmal. Juhu, sieht das nicht richtig lecker aus? Ja Leute, dann gehen wir rein und dann gibt es von diesen Teilen hier nochmal ein schönes Probiererle. So Freunde, und dann wollen wir uns das Stück mal zur Gemüte führen. Geil. Also da kommen jetzt die Zwiebeln richtig, richtig, richtig geil zur Geltung. Nicht so wie gestern. Also das ist der Hammer. Einen Tag einlegen. Nur eine Seite grillen. Dann den Käse drüber. Ey. Das ist mal richtig, richtig geil. Ja, im Übrigen habe ich noch mal ein bisschen was von dem Gewürz drüber. Das war ja der Ofer, One for All. Und hey, also das ist echt der Hammer. Gut, ich esse jetzt. Ich bin jetzt endgültig raus aus diesem Video. Das war's mit dem kleinen Nachtrag. Leute, wir sehen uns. Ciao, Ikowski. Meine Bandsäge hat leider bloß ein Winkel als Maximum. Deswegen werde ich jetzt das hier.